Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Dann wollen wir mal gucken, was wir machen. Ja, ich war ja hier schon im neuen Gebiet. Nah ran gezoomt habe ich. Das ist das andere Gebiet, ne? Genau. Ist in Ordnung. Dann können wir ja erstmal das hier mitnehmen. Huch. Ja, okay. Fahrzeug haben wir den Trecker, aber ich glaube, dann muss ich den zur Fahrzeugübernahme-Gedöns machen, ne? Ich glaube, sowas haben wir noch nicht. Ich würde schon gerne mal mit dem Trecker fahren. Ja. Wo ist denn die nächste? Ach, da oben. Ja. Wenigstens haben wir Musik. Okay. Ich fahr da mal, ne? Ich bin, glaube ich, etwas breiter, als ich denke. Aber bitte rum, bitte rum. Okay. Huch. Sehr schwere Steuerung, aber sobald man rum ist, ist alles in Ordnung. Ja? Ach so. Jetzt bist du hier rein. Ernsthaft? Na klar. Du kommst doch viel besser rum als ich. So eine Pute. Mich erst nicht durchlassen, obwohl ich wesentlich langsamer bin. Und dann einen auf sonst was machen, ne? Ich fahr doch nur. Das kann eine lange Fahrt werden. Ich drück schon durch, aber ich bin trotzdem nur weniger als Schrittgeschwindigkeit. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich hier auf allerdings bin. Auf einer Straße. Auf einer vernünftigen. Und nicht nur so ein. Ja, was auch immer. Ja, das ist übrigens Yara, ne? Unsere kleine Städtereise. Wir sind hier mitten im Dschungel. Ne, mitten im Nirgendwo. Aber Hauptsache GPS funktioniert. Ne, und Musik natürlich, das Radio, ne? Ja, ich glaube, das ist nur, wenn man hochfährt, dass das dann so schwierig ist, ne? Runter geht ganz gut. Regelt die Schwerkraft halt, ne? Ja, das war klar. Oh, okay. Kann wie die Bescheuerten, ne? Ich glaube aber, wir kommen gleich auf gepflasterte Straßen. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, jetzt sollte es gehen. Sachte sie und fuhr nur mal über Erde. Ne? Ah, da vorne ist es auch schon. Aber das war mal eine kurze Freude, ne? Na, und so viel schneller sind wir auch nicht. Das Ding ist, glaube ich, nur 10 km/h, oder? Ja. Maximal 20, aber die kriegen wir nie raus. Dann halt, ne? Gepunktet Strich 10. Gut, dann nehmen wir die Info hier auch gleich nochmal mit. Ja. Ich habe ein paar Infos. Was kannst du mir sagen? Kann man gut gebrauchen. Hey, Dani. Die Armee hat einen Kontrollpunkt auf einem unserer Fluchtwege für Parias errichtet. Okay. Du musst ihn für uns ausschalten. Ja. Sehr nett von dir. Ja, sowas nehmen wir gerne. Costa Vaxia Süd, ich glaube, das sind wir noch nicht. So, jetzt haben wir hier ein neues Auto. Was wir hier noch alles haben, ne? Also. Deswegen habe ich es aber auch gemacht. Warte mal, ich wollte mir schon mal wieder einen Flitzer mitnehmen. Na, wir machen es einfach mal so. Ne?
Passt schon, so. Genau, wir sind hier oben. Und ich wollte hier hin. Nein. Ja doch, hier. Und den muss ich mal kurz ausstellen. Nein, Notizbuch. So. Dann haben wir das. Ach, ich muss wieder abbiegen. War aber klar. Mal wieder gleich wieder Freuden hier mit ungepflasterten Wegen, ha? Ja. Ah, ich weiß, das ist realistisch, aber ich weiß nie, wo ich langfahren soll. Oder kaum. Wenn ich jetzt hier nicht die Karte hätte, ne? Ich würde hier einmal querbeet fahren. Oder mir ein Pferd schnappen und dann querbeet durchreiten, ne? Na, so ein bisschen sieht man es, aber halt auch nur so ein bisschen, ne? Ja. Okay, wir sind wieder in the game. Wie kann man diese Übertragung von Castillos lügen? Ja. Hier spricht Clara Garcia und ja. Es wird Zeit, dass wir mal was aus dem echten Yara hören. Okay. Scheiße. Diese Guerilleros da brauchen Hilfe. Ja, wir fahren noch hin. Und sie fängt an zu singen. Ich nehme den oberen Weg. Ich kenne das Lied. Am. Ja. Und das Lied hört auf. Na. Ich mag das Lied, aber YouTube mag das gar nicht, dass ich das Lied mag. Naja, nicht ganz. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Lizenzen und YouTube. Gib nach, Sie. Beeilung. Wer du auch bist. Verteilt dich hier weg. Los! Sucht überall. Los jetzt. Los. Komm. Ah. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben es, ne? Ja, gleich zumindest. Da sind Raubkatzen drin, ne? Aber die brauchen wir ja nicht. Hinterhalt haben wir abgeschlossen. Wir haben ein bisschen Schießpulver wieder. Also ein bisschen Scheißpulver, ne? Jetzt muss ich nur gucken, wo das hier ist. Ohne mich verbrennen zu lassen? Okay. Petra, wenn du das ernst meinst, dann müssen wir bald eine Wahl treffen. Wenn du noch länger wartest, wird diese Wahl für dich getroffen. Lass uns das persönlich besprechen, wie lach. Okay. Ja, das klingt sehr, nach Yara, ne? Ja, ja, mach das mal aus. Ich bin hier fertig. Okay, dann kommen wir doch gleich hier hin, ne? Ja, welche Richtung da? Ach, ich wollte mein Dings mitnehmen, mein Gefährt, ne? Möchte ich eigentlich schon? Ich repariere mal eben. Und dann können wir immer noch gucken. Wie gesagt, die Fahrzeuge, ne? Wollen wir auch alle mitnehmen? Ah, ja, haben wir noch nicht. Wahrscheinlich wieder die gleiche wie eben, ne? Ich sollte besser aufpassen, wo ich hinfahre. Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich drehe am besten. Ich fahre mal. So.
Ach, hier. Ja, ich nehme mal den Zaun mit, ne? Genau, da steht unser Quad. Will ich eigentlich dran vorbeifahren, wenn es geht? Okay. Komm ich hier durch? Ich komme durch. Ganz knapp wahrscheinlich, aber ich bin durchgekommen. Jetzt aber einmal hier rum. Na, solange es eine gepflasterte Straße ist, ist alles in Ordnung. Ich nehme lieber die... Oh. Es ist keine gepflasterte Straße. Fuck. Warte mal. Scheiß aufs Navi. Wo ist hier die gepflasterte Straße? Wo führt die lang? Die ist, glaube ich, ein bisschen länger, der Weg, ne? Ist egal. Wir fahren hierhin und fahren von da aus. Dann ich habe keinen Bock mehr auf diese kleinen Nebenwege. Ne, es ist halt einfach nicht. Nein. Wir gerade mit so Panzer und so, wo wir eh ein bisschen schneller sind als 10 km/h, können wir auch mal außen rumfahren. Ne? Dann nehme ich lieber hier die gepflasterten Straßen. Nö. Sieht man vielleicht nicht so viel von der Karte, aber ist, denke ich mal, sicherer. Vor allem, wenn wir das und auch sicher ankommen wollen. Ja. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht an unserer eigenen Kontrollstelle da aufgehalten. Ja. Wir sollten eigentlich ganz gut durchkommen. Auge juckt. Verdammt. Immer diese Brille. Moin, ich bin's. Ja, alles gut. Okay. So, und von hier aus können wir dann hier, hier war das, ne? Säurefabrik. Können wir die dann, anlegen. Und da ist bestimmt, steht bestimmt der gleiche Typ. Ne? Und bringt uns da die gleiche Information, die wir hier auch bekommen hätten. Und wenn nicht, kriegen wir sie sowieso. Die Information kriegen wir sowieso. Irgendwann. Ne, wir kriegen alle Infos irgendwann, deswegen, ob wir sie jetzt bekommen, später bekommen, macht keinen. Und ja. Gut. Bitte nicht kaputt gehen. Ich fahre erstmal von dem weg und dann machen wir so. Nein. Bleib stehen. Dauert halt, ne? So. Gut. Das hätten wir wieder. Dann können wir nicht weiter. So. Okay. Cool. War super. Meine Güte, die Leute, ne? Alle bekloppt. Glaubt man nicht. Was hier alles rumläuft. Oder rumfährt. Klappe. Ich bin 200 Meter von meinem Ziel entfernt, ja? Ja, komm. Bleib weg. Sag ich doch, hier steht auch einer. So. Den solltest du nachgehen. Ja. Was für mich? Es gab mal einen Freizeitpark in der Gegend. Das Militär hat ihn übernommen. Ich glaube, den kennen wir schon. Landeplatz und eine Tankstelle für Hubschrauber daraus gemacht. Oder auch nicht. Man könnte wahrscheinlich durch einen Großteil des Parks spazieren, ohne erwischt zu werden. Aber sei auf der Hut, sobald du in den Bereich kommst, wo die Hubschrauber stehen. Hey, okay. Danke. Vielleicht ist es der ja doch. Wir waren ja schon mal an einem, hier sag schon, Park. Deswegen, nö. So, wir holen uns wieder was Kleines, Flitziges. Warte, ich wollte nur so machen. So. Dann haben wir das. Ich wollte hier hin, ne? Ja.
Ach, das ist ja das. Das habe ich wieder angedingst. Markiert. Muss ja nicht sein, ne? Wir machen alles so, wie, ne? Wie es passt. So, jetzt können wir auch wieder hier die, Nebenstrecken nehmen. Ist ja dann kein Thema mehr. Mit dem Ding hier, mit dem Flitzer, da sehe ich ja auch ein bisschen mehr als mit dem großen Fahrzeug, ne? Dann kann man ja doch mal ein bisschen hier Offroad so ein bisschen rumdüsen. Ne? Aber so sehr Offroad will ich auch wieder nicht gehen. Ich bleib trotzdem hier auf dem Weg. Ah. Natürlich müssen wir hinter ihm herdüsen, ne? Ich überhole mal. Ach komm. Na wenigstens. Diese heilige Liebe. Eigentlich wären wir jetzt Matsche, ne? Also unsere Knautschzone ist ja quasi gar nicht vorhanden. Wir hätten jetzt sowas von Matsche sein müssen. Aber gut. Aber hier ist ja so viel Wett, was das angeht, unlogisch. Das muss ja auch sein. Also sonst wäre das ja gar nicht alles machbar, ne? So. Einmal hier hoch. Oh, Schokolade. Oh, ich hätte gerne was. Bitte 70%, die mag ich am liebsten. Ja, ich mag Zartbitter ganz gern. Oder Edelbitter, oder hast du nicht gesehen, ne? Schnell! Wenn die Soldados uns zusammen sehen, sind wir tot. Okay, dann sag mal her. Petra. Ich bin es leid, alle Bauern hier ständig überzeugen zu müssen, Libertad zu helfen. Was macht die Guerilla schon für uns, außer unser Leben in Gefahr zu bringen? Oh, das tut mir leid. Ihr sagt zwar immer, wir kämpfen für die Menschen, aber ihr wisst nicht mal, wer diese Menschen sind, oder? Ja, ja, heute ist der Tag, an dem Libertad sich bei mir und meinen Bauern revanchieren wird. Denn sonst werden wir euch Heuchler nicht mehr helfen. Alles gut. Verstanden? Statte den... Ja, ja, komm. Wenn meine Bauern glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und wir werden Libertad fertig. Weiterhin helfen. Also Renten, das ist, ja. Ne? Renten ist nicht das, was ich hören will. Wir tun was für die, aber es ist halt... Ne? Nur weil man es nicht immer sieht, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist, ne? Ich meine, wir können ja auch nicht alles... Ich meine, ich bin eine Person, also... Ne? Die anderen tun ja nichts. Das ist ja... Ich bin die Einzige, die was macht. Und als einzige Person, da muss man schon ein bisschen was an Zeit mitnehmen, ne? Es ist halt nicht alles gleich, sofort mit einem Fingerschnipsen zu erledigen. Das dauert halt eine Revolution, ne? Solange, zumindest solange auch noch der Castillo-Typ da ist. Und alles sabotiert, was wir machen. Wir wären schon ein paar Mal beinahe draufgegangen, ne? Ja. Ja. Und ich meine, es ist ja auch ein Geben und Nehmen, ne? Das ganze Stuff hier. Wir sorgen ja für Sicherheit. Ne? Da kann man ja auch mal nach Unterstützung fragen, ne? Kleine Küken will ich nicht. Das sind auch kleine Kükchens. Zwit, 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 zwit. Okay, was haben wir denn hier? Ich hab gehört, du hast ein Problem. Komm. Ja, ja, ich bin da. Ich habe einen Schrittmacher. Und diese Elektrizität ist zu gefährlich für mich. Kannst du diese Kabel lösen? Sie, ich helfe dir. Wenn du mir dabei hilfst, helfe ich, Libertad. Okay. Oh. Ja, ich erkenne dein Problem an. Ich weiß, was du für ein Problem hast. Ich sehe es. Nein! Könntest du dich mal bitte da hochziehen? Könntest du mal bitte? Könntest du mal bitte? Geht doch.
Warte mal, kommt das Wasser her? Ich warte mal. Ja, ich mach sofort, Komm hier ran. Wieso kommst du hier nicht ran? Das Wasser fließt ja auch nicht gleich ab, wenn ich das ausmache, ne? Na komm, nein, zieh doch mal. Einfach mal rausziehen. Oh, leco mio grande. Wieso zieht sie denn nicht? Ich habe schon zweimal hier... Ach, warte mal. Nee, es war so. So, warte mal. Ich glaube, ich brauche eine andere. Ja, komm. Ach, muss ich doch machen, oder wie? Das Wasser fließt doch gar nicht... Oder werde ich angebumst von dem Wasser? Und deswegen... Perfekt. Ist das das Problem? Dass ich von dem Wasser angespritzt werde und deswegen da auch noch was abbekomme. Au. Ach, komm mal. Hast du nicht, ne? Fuck you. Ach, ich hasse es. Ja, ich... Chorizo, ich bräuchte mal deine Hilfe, weil... Ach nee, geht ja auch nicht. Was ist das für eine Shitshow? Ganz im Ernst. Ich habe doch das Wasser abgestellt. Kannst du nicht einfach rüberspringen und... Fertig? Oh, nee, ey. Meine Güte. Kann sich auch mal anstellen. Ich hatte schon ein paar Mal jetzt die Möglichkeit gehabt, das da rauszuziehen, aber nein. Ach, Mensch. Ja. Das war klar. Hier. Da können wir einmal hier rüber. Au. Ja, gut, dass wir im Wasser gelandet sind. Das ist nicht ganz so au. So. Ja, wir müssen alles von vorne machen, ne? Oder? Komm her. Ja. Ja? Ich habe einen Schrittmacher. Und diese Elektrizität ist zu gefährlich für mich. Ja, du diese Kabel lösen? Sieh, ich helfe dir. Wenn du mir dabei hilfst, helfe ich dir. So, mit darüber. Komm, interagiere mal. Ah, da steht's auch. Ich sollte mal, ne? Okay. Ich sollte zuerst das Wasser abstellen und dann den Stecker ziehen. Ja, das habe ich nicht gelesen. Es tut mir leid. Kann ich jetzt von hier aus den Stecker ziehen? Ah ja, von hier aus kann ich den Stecker ziehen. Gute Arbeit, Libertad. Gracias. Gracias. Sehr gerne, de nada. Das bedeutet mir sehr viel. De nada, sehr gern. Machen wir doch. Weißt du? Signora Tocca, ich habe Signora Rivera mit der Elektrik geholfen. Ist sie jetzt zufrieden? Ja. Scheint so. Wollte sie, dass du noch mehr für sie tust? Nein. Sie hat mir einfach ständig gedankt. Klingt nach ihr. Okay. Ich könnte auch den Wagen reparieren. Können wir auch machen. Warte mal, hier ist ein Pferd. Ja, hier ist ein Pferd. Gut. Dann, let's go. Sei brav, Pferdchen. Wow. So. Welchen nehmen wir als nächstes? Den hier. Das ist, glaube ich, derjenige, der am nächsten ist. Ja! Und dann können wir die drei machen und fertig. Dann haben wir das. Nö. Wow. Einmal bitte. Dankeschön. Genau. Machen wir die drei und dann sind wir durch. Vamos, vamos! Dann haben wir geholfen. Nö. Dann sollte sich keiner mehr beschweren können.
Ah ja. Könntet ihr mal bitte aufhören? Nein. Pferd. Ein Offizier. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte das Auto eigentlich behalten. Dafür, dass sie mich jetzt hier, ne, vom Pferd geholt haben. Okay, warte mal. Brauchen wir anscheinend nicht. Frontscheibe braucht schon, auch schon eine Frontscheibe, ne? Ah, schon? Okay. Umso besser. Ja, ja. Dann fahren wir halt mit dem Ding. Auf zum nächsten. Bis auch das hier wieder kaputt geht. Ne? Eieieiei. Okay, hier geht's lang. Ja. Ja, dieses Geräusch bin ich. Es tut mir leid. Nein, tut's nicht. Ich bin hier unterwegs, ja? Das ist hier Offroad und so. Moin! Ja. Den ganzen Tag. Kein Wunder, dass sie durchdrehen. Nein, ist schon schöne Musik. So, ich glaube, wir sind da. Okay. Irgendwas mit Kakao? Würde ich mal behaupten. Suchgebiet. Was soll ich denn nur tun? Ich glaube, ich habe es gefunden. Hi! Komm mal her. Ja, hi. Oh, Petra sagt, du kannst Hilfe gebrauchen? Ja, das hat sie gesagt. Es geht um einen Kampfhahn. Ah, ja. Gaio Magnifico. Ah. Er ist hier nicht mehr sicher. Die Soldados drohen immer wieder, ihn zu töten. Ah, ja. Geh in den Schuppen und nimm ihn mit. Gib ihm ein sicheres Zuhause. Das war's? Okay. Schuppen, dann nimm ihn mit. Gib ihm ein sicheres Zuhause. Ey, ich habe den Schuppen übrigens abgeschlossen, ne? Also, ja. Wäre vielleicht noch eine Info gewesen. Ich bräuchte den Schlüssel. Schau nur die kleinen Reifen. Was? Okay. Ich guck mal. Vielleicht liegt der hier irgendwo. Der Schlüssel. Sag mal, wo ist denn der Schlüssel? Hab ihn. Hab ihn gefunden. Lag auf dem Tisch. Okay. Signora Tocca, ich habe den Leuten auf der Finca Arese geholfen. Sie sind glücklicher in dem Wissen, dass ihr Hahn einen neuen Besitzer bekommt. Das hat sie so gestört? Tja. Einige Leute haben so winzige Probleme und denken trotzdem, das Ende der Welt naht. Tja. So ist das wohl. Ja, so ist das wohl. Was hat die denn gedacht? Dass hier jeder irgendwelche Big Problems hat und die es lösen gilt. Manchmal ist es halt einfach. Ne? Einfach. Und man löst dann auch gleichzeitig noch Herausforderungen. Das finde ich super. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Wenn sie das gewusst hätte, hätte sie mich wahrscheinlich nicht so doll von der Seite angemacht. Dann hätten wir uns ihren ganzen Text angehört. Ja, ja, komm. Warte, der ist hier oben. Also. Bitte, lasst mich gehen! Auf diesem Hof gibt es ein Ungezieferproblem.
Alles in Ordnung? Ich wusste, dass jemand kommen würde. Ja. Alles gut. Ich dachte, das wäre mein Ende. Komm her. Okay, dieser Hurensohn hat das Feldlazarett von Libertad gefunden, das ich in meinem Haus verberge. Hat er es melden können? Nein, ich glaube nicht. Brauchst du sonst noch was? Ich? Nein. Ich habe Medizin, wenn du etwas brauchst. Alles gut. Du hast mein Leben gerettet. Und wie ich Petra schon sagte, ich helfe der Guerilla so lange, wie ihr Soldados tötet. Jetzt muss ich nur diese Leiche loswerden. Ja. Senora Toca, ich habe Senor Duarte gerettet und einen neugierigen Soldado erledigt, der ihn belästigt hat. Haben Sie die versteckte Klinik gefunden, die von der Guerilla benutzt wurde? Nein. Ach, sehr gut. Wenn die Soldados diese Klinik finden, werden sie uns alle verhaften. Mhm. Und jetzt? Oh, ich glaube, das Gespräch ist beendet. Ach, das war gar nicht das. Okay, das war das, wo ich hin wollte. Hier kann ich lang. Zack, einmal hier durch das Wasser. Und dann gucken wir mal. Das war das Markierte. Moin. Okay, was haben wir denn hier? Guten Tag, hallo. Ist hier jemand? Also ich suche jemanden eventuell, der hier wohnt oder irgendwie sowas? Ich sollte Senora Toca anrufen. Oh. Senora Toca, ich habe schlechte Nachrichten wegen der Finca Hinojosa. Die Soldados haben dort Menschen hingerichtet. Ja. Wen? Ein älteres Paar und zwei Guerilleros. Wahrscheinlich ihre Söhne. Verdammt. Die Jungs haben immer damit angegeben, Guerilleros zu sein. Sie haben die Aufmerksamkeit auf ihre Eltern gezogen und... naja... Was kann ich tun? Nichts. Ich schicke jemanden hin. Okay. Das ist nicht die erste... Ja. Es ist nicht die erste Familie. Nichts. Ich schicke jemanden hin. Es ist nicht die erste Familie, die exekutiert wurde. Ah ja. Das ist die traurige Wahrheit. Das war klar. Petra, die Situation wird immer schlimmer. Ich glaube, Sie wissen Bescheid. Wir müssen mit dir sprechen. Komm vorbei, sobald du diese Nachricht erhältst. Wir wollen nicht auf der Straße erwischt werden und wir wollen auch nicht weg, falls unsere Söhne vorbeikommen. Ja, das hat nicht so viel, gebracht, ne? Ja, war klar, dass eine Familie, das, ne? Oh, hier. Dass es da ein tragisches Beispiel immer gibt, ne? So. Das einmal mitnehmen, das einmal mitnehmen, das einmal mitnehmen, das einmal mitnehmen, das einmal mitnehmen. Ne? Ah, die Waffe können wir wieder holstern, das ist kein Thema. Nehmen wir nochmal ein bisschen Metall mit. Nö. Gut, dann, ich war erst mir nicht sicher, ob ich was mitnehmen soll, aber... Gut, jetzt können wir ja, ne? Jetzt, wo die Leute ja, wo wir wissen, dass die Leute nicht mehr da sind. Gut, jetzt kommen wir, glaube ich, auch zu ihr zurück, ne? Yes. Einmal hier hin. Geht halt schneller, ne? Ah ja. Okay. Also Schalldämpfer werden laut, sobald die überhitzen. Guter Tipp. War mir jetzt auch noch nicht so bewusst. Normalerweise ballert man ja auch nicht so stark, ne, wenn man Schalldämpfer drauf hat, sondern gibt gezielt gekonnte Schüsse ab. Aber gut. Moment. Mhm. Kurzen Schluck getrunken. Ja. So. Ich habe ein paar Infos für dich. Eine meiner Freundinnen lebte in der Nähe. Ah ja. Sie ging aber aus Yara fort. Okay. Mit ihrer Familie. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Sie war so traurig, weil sie diesen großen, schönen Pelikan namens Danilo zurücklassen musste. Oh. Der ist echt klasse und lebt jetzt oben in den Bergen bei den Legenden.
Ich würde ihn dir vorstellen, aber ich habe Angst vor Vögeln. Danke. Oh. Okay. Vielleicht mal mitnehmen. Was kann man denn hier machen? Aha. Ach, die können wir kaufen, oder wie? Ah, nee, das können wir machen, ne? Oder irgendwie sowas war da, ne? Okay. Nee, na, muss nicht sein. Ist jetzt nicht so notwendig. Ne? Müssen wir unbedingt das, was wir nicht machen wollen, müssen wir unbedingt weggeben. Ja, wenn wir es aus Versehen einsammeln, ne? Dass wir dann da nicht irgendwie. Ja. Zumal, wofür lohnt sich das denn? Ich glaube, es lohnt sich nicht mal wirklich zu kochen hier, ne? Weil wir haben ja diese eine Anzeige da unten. Und können uns ja so heilen. Ne? Naja. Okay. Ich finde, das ist was anderes als hier, als in Genshin Impact, wo halt, wo man drauf angewiesen ist, dass man dann halt doch kocht, ne? Und dann halt seine Stats irgendwie aufwertet und hast du nicht gesehen. Ich muss mit dir reden. Ja. Meine Tochter und ihr dämlicher Freund haben sich festnehmen lassen. Oh. Einer meiner Helfer war dabei und meinte, dass jetzt noch ein Sargento hierher kommen wird, um Fragen zu stellen. Okay. Immer wenn sie einen neuen Idioter hierher versetzen, versucht er aggressiver zu sein als sein Vorgänger. Ah, ja. Versteck dich auf dem Boden und sieh dir an, was ich meine. Leute wie die können nur reden. Sie werden mich bedrohen, aber ich denke, ich werde herausbekommen, wo sie Gloria festhalten. Wenn du mich verrückt sagen hörst, heißt das, dass ich es herausgefunden habe. Dann kannst du die Arschlöcher töten. Okay. Versteck dich auf dem Boden. Die Soldaten werden bald hier sein. Ich sagte, versteck dich, los! Hier? Ich glaube nicht, dass sie hier bei ihrem Schlafzimmer reingehen. Bleib draußen. Pass auf, dass wir nicht gestört werden. Ach ja, kann ich hoch. Überprüf das Schlafzimmer. Aha. Was für ein Drecksloch. Hola, ich bin Sargento Savon. Ich wurde beauftragt, in dieser Gemeinde aufzuräumen. Ah, genau wie der letzte Typ. Viel Glück damit. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Sie eine Menge über Libertad wissen. Das Einzige, was ich über die Guerilleros weiß, ist, dass sie mir mehr Ärger machen als ihr Soldados. Das tun Sie ganz sicher. Jedes Mal, wenn Sie kommen, sage ich es sofort der Armee. Sparen Sie sich das. Ich weiß, dass Ihre Tochter mit der Guerilla zusammenarbeitet. Ich habe Sie und Ihren Libertad-Freund gerade festgenommen. Was? Gloria? Unmöglich. Wo ist sie? Sie ist immer noch hier in Fernando. Sie ist eine Kollaborateurin. Genau wie Sie. Das ist die Gemeinde. Aber wo genau? Ich habe gar keine Zeit zu kollaborieren. Ich brauche Informationen über alle neuen Guerilleros, die hier durchgekommen sind. Haben Sie den Namen Dani schon einmal gehört? Der Name sagt mir nichts. Wo sind die Guerilla-Depots? Depots? Keine Ahnung. Ich will meine Tochter sehen. Wo ist sie? Sie ist sicher. Fürs Erste. Ich verstehe. Wie viel muss ich Ihnen zahlen? So läuft das nicht. Sagen Sie mir, wo sich das Feldlazarett der Guerilla befindet. Ich weiß es nicht. Wo ist Gloria? Wenn ich sie sehe, bezahle ich. Signora Toc. Da ist der Befehlshaber. Gloria ist auf einer Finca in der Nähe. Die wird sie heute verlassen. Sagen Sie die Wahrheit und sie bleibt am Leben. Wenn Sie lügen, stirbt sie. Ein Bauernhof. Aber welcher? Ihr Bauern seid alle gleich. Ihr lügt mir alle frech ins Gesicht. Ich lüge nicht. Ich habe heute mit einem deiner Bauern geredet. Er wollte nichts sagen, also haben wir russisches Roulette gespielt. Dios mio, ich gehöre nicht zu denen. Das letzte, was er sagte, war,
Toca arbeitet für Libertad. Dann habe ich ihn erschossen. Ich arbeite nicht mit Libertad. Er hat nur eine Runde durchgehalten. Versuchen wir es nochmal. Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Der Bauer hat gelogen. Wer war es? Ich weiß gar nichts. Nein, 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 nein! Ich habe seinen Hof im Namen von Yara konfisziert. Señor Juan Torrena stellte Libertad über sein eigenes Land. Juan Torrena. Machen Sie nicht denselben Fehler. Sagen Sie mir, was Sie über Libertad wissen. Er lügt. Er ist verrückt. Das müssen Sie mir glauben. Ich halte das nicht mehr aus. Mist! Balazo! Mein Gott! Okay, wir müssen einmal hier durch. Sorry, dass ich gerade zu leise bin. Das ist einmal da hinten. Sehr schön. Okay. Das soll man nicht hinkriegen. So. Au. Einmal kurz den Finger richten. Einmal da hier rüber. Dann kommen wir hier ins Wasser. Und flupp. Na, man ist anscheinend doch ein bisschen was angeknackst. Trotz des Wassers. So. Warte mal, wie war denn das nochmal? Die Soldados in meinem Nacken. So war das. Okay. Stimmt, da war ja auch noch was. Können wir ja auch immer machen. Na, solange wir was haben, können wir auch die Mediz... Ich vergesse das immer wieder, dass ich mir ja Sondermediz nochmal draufgepackt habe. Die ich ja auch verwenden kann. So. Dann wollen wir mal dahin. Bisschen laufen, ne? Joggen ist gesund oder so. Sani im Einsatz. Okay. Vielleicht sollten wir hier den Sani zuerst mitnehmen. Vorsichtig sein. Okay. Ja, was war das? Wie der sich hier bewegt. Wie der sich anzieht. Hände raus, was das war. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Aber was meinst du, was ich vorhab? Schneid mich los! Du rettest mich! Gracias! Ja. Natürlich. Geh nach Hause. Deine Mutter macht sich Sorgen. Mach ich. Versprochen. Gut. Das ist schön. Hier haben wir auch noch was. Na komm. Hallo? Ich möchte mich für die Rettung meiner Tochter bedanken. Klar, gern natürlich. Geschehen, also, Senora Toca. Alles gut. Ab sofort werden meine Bauern und ich Libertad unterstützen. Das wird doch eh. Ich. Gracias. Und wir haben ein kleines Geschenk. Oh. Es wartet bei meiner Finca. Oh, okay. Ach, Geschenke wären doch nicht notwendig. Was ist es denn? Wo wohnen Sie nochmal? Ach, da. Huch. Es wartet bei ihrer Finca und es ist nicht markiert. Ich mache mir Gedanken. Gut, dann laufen wir halt nochmal, ne? Aber ich glaube, das machen wir, das Geschenk holen wir im nächsten Part ab. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye.